Film wird. Eine Waffe! Bitte, wie kannst du mit den Mäh riechen? Jetzt. Natürlich komme ich da nicht rein, war ja auch zu einfach, ne? Biko, Wiko, Wagivo. Aber ich weiß aber nicht wieso. Irgendwie, ich mochte den zweiten Teil immer ein bisschen lieber. Einfach weil du hier so viel mehr an sich machen kannst. Sagen wir es mal so. Ich meine, ist es wie Banjo-Kazooie nur auf Crack? Bock, wenn du deine Overwatch-Pläne machst, zusammenzuzocken? Ja, wann denn? Weil ich wollte meine jetzt wahrscheinlich nächstes Wochenende machen. Ausbilder, Junkers, melde sich zum Dienst. Typ mal, Banjo, sieht aus wie Bottles in Uniform. Natürlich, Bottles ähnlich. Du sollst. Ja, mein Bruder. Wie geht's überhaupt? Wie betrat die Tipp? Nicht allzu so gut. Wird sich dahin geschieden, unter der Hand der Hexe Grunty. Tut mir leid, hast du ihren Flohkugel zum Kampf abgetreten? Ja, zum Kartenspielen. Ich will zwei Moves lernen, ohne Hexe zu sein. Was? Eigentlich nicht, Bottles. Du hast uns im letzten Spiel schon so viel beigebracht. Pop, da kann nur Anfänger-Moves. Ohne meine hochentwickelten Techniken kommst du nicht weit. Also gut, Jamjars. Bringen wir gleich noch mehr bei. Also, geduldig, du schon mir die traurige Gestalten. Müsst euch erst nur bewegen. Mit Bandoten. Kommt wieder, wenn ihr genug gefunden habt. Moment noch. Alter! Seine fucking. Voll die Crack-Augen. Mit Noten mit meiner Selektion. Alter, du bist ein Teufel. Super, ganz fein. Dreh dir die Eier. Dreh dir auf, voll allein. Du kannst einen Blick. Du drücke Z und du schießt mit Geschick. Schieß ihn die Eier weg. Weggetreten. Ja, ich meine, also von mir aus, Lini, wir können gerne die Ranks zusammen machen. Ich meine, wir müssen noch kompatibel sein in dem Sinne. Kompatibel in dem Sinne, dass wir überhaupt zusammen ranken dürfen. Ach komm, sammel mir doch nicht mal zu hier. Zweite Möglichkeit, nachdem der Spieler Avengers House Puzzle Bottles an 7 Puzzle Körn Code von der Washi Banjo wird durchaus in die Waschmaschine verwandelt. Okay, dann fuck me sideways. Ich dachte mal, das wäre nur eine random Chance gewesen. Au. Komm mal. Dreh nicht durch, du durchgeknallte Katze. Und warte mal, irgendwo. Ich kann pokern und das hart. What the fuck? Warte mal, wo? Was brauchte ich da nochmal für? Ich meine, hier gab es auch noch was. Ja, ich guck mal, hier ist nochmal einer. Hier ist nochmal. Jump Carpenter. Kazooka, Banjo Kazoo. Banjo, es knarre gibt es von gar. Feuer, Ei, wie tief, wenn ich es. Hau weg, Mann. Und dann drängt warten, wenn du sie eine kleine Abwechslung gehauen. Dann alles. Rückgetreten. Cool. Ok, 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 ok. Iko, Iko, Aki, O. Ah, ne, warte mal. Den anderen Move habe ich noch gar nicht, den ich da brauche. Wiku, wiku, wak, wik, wok. Ich kann pokern, ich kann pokern. Ich finde es schön, dass das einfach so ein absoluter Mumbo-Song hier ist, der hier läuft. Wik, wo, wik, wo, wak, wik, wo. Aha, ich wusste doch, hier war was. Konnte mich doch erinnern, haha. Jetzt ist es ein fucking Shooter, ey. Deswegen liebe ich dieses Spiel so sehr.
Es ist fucking Call of Banjo. Kazooie Warfare. Die Kunst der Vogelhaltung. Nun, ich fordere, sammle die heiligen Statuen, finde den Scheiß. Okay, Dude. Besser als Call of Duty und Battlefield. Ja, Battlefield ist ja sowieso mittlerweile damit beschäftigt, auszusterben. Ich mein, das haben sie selber zuzuschreiben. Mein Motto hier, wenn es euch nicht gefällt, kauft's nicht. Und guess what, Leute kaufen's, werden es nicht kaufen. Mein, gut. Wenigstens eine Serie, die... Okay, gut, dann nicht. Wenigstens eine Serie, die so ein bisschen ausstirbt. Wenn ich jetzt noch schaffen, dass fucking Call of Duty ausstirbt, meine Güte, dann kann die Welt hat die Welt tatsächlich noch Hoffnung. Kazooie Fortress, du auch. Das ist echt ein fucking Shooter und ich liebe jede Sekunde davon. Nur mal so nebenbei. Es ist wie Doom. Doom Kazooie. Vor allem ist es schon fast ein bisschen nerve-wracking irgendwo. Mein. Bittere Level. Alter. Vor allem, wenn die so direkt in deinem Gesicht sind, ey. Stimmt, man konnte auch swipen. So seitlich laufen. Kazoom. Und hier ist ein Ginger irgendwo. Ja, pfeif mich nicht so an. Du Pfeife. Ich habe das damals immer häufig mit einem Kumpel gespielt gehabt. Das war immer witzig. Ich vermisse sowas. Sowas hier. Weißt du, das ist ein Segment, das nimmt sich absolut nicht ernst. Ich meine, es ist fucking Kazooie, der, ne, you know. Ist absolut lächerlich, aber ich liebe jede Sekunde davon. Nö, 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 nö. Wirgi, wirgi, wirg. Scheiße. Nein! Kann man nicht friedlich lösen? Friedlich? Ich hab ne fucking Kazubi Kazobo. Nun ist Schluss. Hier gibt's keinen Frieden. Frieden ist tot. Oh. Nicht schlecht, Sterblicher. Sehr gewählt, Eiler, ever heilige Kammer. Hohoho. Deckt. Gab hier aber noch mehr. Wo ist das? Oh yeah, ich hab ne MG. Geil. Bringt nur absolut gar nichts gerade. Wobei ich glaube, man konnte das zum Boss mit reinnehmen. Ja, ich gehe erstmal zum Overlord. Und dann gucken wir mal weiter. Das war dumm. Ach so! Ah, ich brauche tatsächlich alle. Oh, also tatsächlich alle. Ja gut, dann fehlen mir noch welche. Ich merke gerade, ich Idiot benutze die ganze Zeit den falschen Knopf zum Öffnen. Man muss A benutzen und ich benutze die ganze Zeit B. Like an idiot. So, ja, my mistake. Dann... mein A benutzt, ey. Aber ab nach Hause, du. Ich will nach Hause. SpongeBob gucken. Blub, 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 blub. Spup, dub, di, hup, di, wupp. Achso, wurde Kazooie magersüchtig. What the fuck? Danke mal, du hast mich gerettet, ey. Ich lebe in diesem Haus. Rest meiner gleichfarbigen Familie. Ist das nicht ein bisschen rassistisch? Gingers nach Farben zu sortieren? Ich meine ja nur. Just saying. Seems a bit racist to me. So, also muss ich die anderen noch finden. Jetzt, wo ich weiß, dass die Tür
meine Dummheit ist. Das ist das Einzige, was mich aufhält, meine Blödheit ist. Können wir ja... Ah, hier, genau. Hier. Mein Rare hat damals an sich schon das Ganze richtig gemacht. Ein Spiel musste damals lange halten. Wirklich heilige Kammer. Oh shit, die ist jetzt wirklich heilig, Leute. Achso, und die anderen sind einfach weg. Ich meine, ein Spiel musste damals lange halten. Und durfte aber auch nicht richtig shit aussehen. Ich finde, das haben sie hier eigentlich richtig gut gemacht, weil es sieht nicht wirklich shit aus. Mein Sofan, moin moin. Weil es sieht an sich noch richtig gut aus an sich. Und du hast lang genug was zu tun. Ich nenne dich Wein, wenn's okay ist. Jackpot. Weinsauce-Fan. Ach, vielen Dank dir fürs Followen. Ja, du, ist einfach. Ja, Weinsauce kenne ich. Das sind gute, coole Typen. Winnie und Joel gucke ich eigentlich immer am meisten. Oha, jetzt geht's ab. Halt ein, Sterblicher, du hast wirklich gedacht, du verdienst so leicht ein paar Salau. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen. Ich bin tatsächlich ein mächtiger Maya aus Gott. Ich liebe mich, Nirgendi, Hörgendi. Joel besser als Winnie? Ja, I approve. Muss ich leider auch sagen, ich mag Winnie leider auch mehr. Jetzt nicht das, Quatsch, ich mag Joel auch mehr. Nicht, dass Winnie schlecht ist, um Himmels Willen. Er ist auch ziemlich gut. Aber ich mag einfach Joel irgendwie mehr. Er hat irgendwie mehr Charme, vor allem, ich weiß nicht wieso. Aber ich kann irgendwie mich mehr mit ihm in Verbindung setzen. Im Sinne von, ne? Der Typ ist so durch. Und ist nicht so, dass das Ding nachher noch Zeug spuckt. Bam, bam. Windows Destruction. Ja, genau, das Ding spuckt jetzt auch noch. Hier ist genug Munition, ich meine. Auch wenn ich den Nahkampfangriff noch nicht hab. So, okay. Wenn man das komplett mit dem C-Knöpfen lenken könnte, das wäre richtig geil. Oh, sniped! Mega sniped, Alter. Ich habe heute Skill gezogen, ich merke das schon. Er hier weniger. Kabuschki. Da ist noch einer. Ist er jetzt tot? Nein, war mir besiegt, um heilige Selbstzerstörung zu spielen. Meine heilige Selbstzerstörung. Das war eine heilige. Das war, ne? Immer trinken. Mein Körper weiß schon, wann er durstig ist. Slash jetzt. Slash trink. Keine Bange, ich werde schon nicht dehydrieren hier. Kinders, Kinders. Nicht mein erster Tag am Job. Erinnere mich noch an 6 Jahren auf YouTube ge... Was? Erinnere mich noch, wie du mich vor 6 Jahren auf YouTube geblockt hast, weil ich erster geschrieben habe. Ja! Das habe ich damals gemacht. Heutzutage lösche ich diese Kommentare einfach nur. But to be honest, das ist wirklich eine Sache, die nicht not tut. Ich entschuldige mich für mein damaliges Verhalten. Da entschuldige ich mich für. Aber ich lösche sowas heutzutage immer noch. So, yeah. Weil das ist so eine Art Kommentar, das fügt einfach nichts hinzu irgendwo. Du bist Erster. War dumm von mir. Okay, wir können also sagen, wir haben beide Scheiße gebaut. Und wir können... Ich glaube, wir können das Ganze vergessen. Und sagen, cool, das war damals... Heute ist das nicht mehr so wichtig. Wie gesagt, ich lösche solche Kommentare heutzutage eigentlich nur, weil ich sehe da absolut keinen Sinn drin, dass jemand Erster schreibt.
Es scheint mir immer so richtig eine absolute Zeitverschwendung, sowohl für den Content-Creator, weil es ist absolut inhaltlos. Mal davon abgesehen, du bist nie wirklich der Erste. Du bist nie wirklich Erster, weil der Erste ist immer der Typ, der den Content gemacht hat. Are you Ja, okay. Weil es gibt nachher noch Fake-Jinjos, also, ja. Hey, Schweini. Seht nur, welcher arme Chili. Das soll ein Fliegen sein? Wie können wir dir helfen? Vertreibt die nervtötenden Fliegen, da natürlich sprecht mir ein letztes Gebet. Fliegen, ich bring euch alle um. Nee, warte mal. Ach so. Wow. Wow. Na, Spite, vielen Dank für den 7 Dude Raid. Killer Queen. Alter, das Aim, ne? Warum ist es invertiert? Warum ist es invertiert? Huiuiui. Faker than many skilled video games. Er sagt selber, er ist nicht gut in Videogames. Weil ich bin selber nicht der Beste. Du schuldest eins ein Puzzle. Ja, hast du recht. Und hey, Mathbite. Ich meine, Joel hat an einigen Stellen Talente, wo ich zum Beispiel nicht hab. Ich meine, der kriegt diese Skips in Donkey Kong 64 hin. Was ich nicht hinkrieg. Wow. Wingo, Wingo, Bungie, Walk. Bingo, Mingo, Bungie, Walk. Au, blödes Vieh. Bingo, Schlingo, Dingo, Dong. Da war... Ich mag ja die Musik, ey. Dass Mumbo so seinen eigenen Song kriegt irgendwie. Ich habe immer das Bedürfnis, den Kerl Schwedisch zu sprechen. Hast du mal wieder einen Randomizer probiert? Tatsächlich nicht. Ah, Bärvogel, bring endlich hier Mumbo, bester Schamane, ins Spiel. Also hat neuen Schädel gebaut. Mumbo auch wollen helfen. Mumbo haben Kalaschnikow. Wir sind Finn in Zauberwesen. Wir haben Glumbo. Wir wird Zauberwesen geben Mumbo, wenn nicht helfen wollen. Wollen Mumbo Hilfe? Yes. Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Er werft den Mumbo in Tasche. Erstmal die Hose zurechtrücken. Seinen Stong rausholen. Ha, Mumbo, endlich werden ein Held. Drücken B für mächtigen Schaman, Schockstock. Mich auf einen Stuhl zurückbringen, wenn wieder Bär und Vogel sein wollen. Ich leider nicht habe Munition für Kalaschnikow. Tut Mumbo leid. Ja, Randomizer ist mittlerweile so ein richtiger Trend geworden. Nicht unbedingt schlimm. Aber ich bin ganz ehrlich, ich mag sowas eigentlich. Es gibt alten Spielen schlicht und ergreifend mal einen neuen Kick. Wisst ihr, was ich meine? Randomizer geben schlicht und ergreifend alten Spielen nochmal einen neuen Turn. Deswegen habe ich ja Link to the Past so unglaublich gerne als Randomizer gezockt. Na, geh doch mal rein mit dir. Morgen? Ich dachte jetzt nicht. Du hast doch gesagt, letztens nicht. Weil jetzt habe ich gesagt, ich spiele Dust für Hellrider. Morgen. Weil ich dachte, es wäre nicht. Weil Lini nicht kann. Mumbo Magie lassen, Golden Goliath auferstehen. Leider, Goliath haben keine Kalaschnikow. Das war letzte Woche echt... Oh Mann, scheiße. Paff! Oh, das ist cool. Ich wollte gerade sagen, ich meinte doch, Lini sagte hier von wegen, morgen ist schlecht. So war ich doch, liege ich da doch nicht falsch. Gut, dann kann ich ja morgen das streamen.
Ich sammelte Stando. Ja, war ein großer Stando. Mal so nebenbei. That's a big Stando. Power nu Standuke. Paff. Udo. Man muss sich das gerade mal echt vorstellen. Mumbo ist in Wirklichkeit ein Stand-User. Oder? Und das hier mache ich jetzt nur, weil es Spaß macht. Ach ne, schade. Wo war denn der? Wo war die dumme Katze? Ich will die Katze. Ich will diese hässliche Gladiatorenkatze treten. No! Mumbo-Magie jetzt zu Ende. Alter, der Lag. Mumbo ist ein Pillar-Man. Das wäre sogar noch interessanter. Oh, aber warte mal. Oh, hier, warte mal, das ist cool. Wenn ich hier gerade mal einen Gegner sehe. Hä, hey, hier war doch gerade immer. Ach, da. Hier. Komm her! Man schockt die Viecher einfach, das ist total asozial. Ich seh Ziggis, ne, Ergis, ne. Nuge nimmt nichts, Nuge ne. Mumbo leider nicht sprechen steinisch. Oh, was zur Hölle. Mumbo, was kannst du eigentlich? Die Scheißdinger sind ja schon wieder respawned, was zur Hölle. Warte mal, muss ich jetzt mit Mumbo hier hin? Weiß das gerade gar nicht mehr. Nee, warte mal. Oh, scheiße, warte mal. Ich glaube, ich muss mit Mumbo hier hin. Oder? Nee, warte mal. Ich konnte mit der riesigen Statue hier hin. Ich glaube... War das so? Ich probiere mal kurz was. Moment. Ai, 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 ai. Glaube ich, kann dadurch. Warte mal, kann ich den Stein wegbolzen? Kann ich. Cool. Oh Gott, Measure. Uda! Wiko, Wiko, Wage, wo? I can pokern in your ass. Deine Haare, Ponerev. Okay, gutes Argument. Geht das? Glaub, das ist sogar, wie man das machen soll. Geh mal weg. Hau ab! Yep, ich glaube, this is the way I supposed to do it. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Fuck. Es ist befriedigend, die Scheiße aus denen rauszutreten. Genau das muss man noch machen. Und Schadonk! Und das irgendwie. Wow. Ich glaube, jetzt brauchen wir Mumbo nicht mehr. Es sei denn, da oben war noch was. Ich glaube nicht. Ich meine, es gab mit Mumbo hier einen Skip. Ich habe das mal in einem Speedrun gesehen. Ich gucke immer so Zeug in Speedruns und sehe dann immer so, boah, Zeug, wo ich nie in meinem Leben schaffen werde. Da war hier was unter Wasser? Schau mal einer, guck, hier ist was unter Wasser. By the way, die Unterwassersteuerung in dem Spiel hier ist um einiges besser als in seinem Vorgänger. Da haben sie echt approved. Da war ein Jinjo, denn den hätte ich gern. Ach guck mal, beide Orangene sogar. Willst du eine EP vom neuen Spider-Man-Spiel machen? Nee. Ich bin ganz ehrlich, das interessiert mich irgendwie so überhaupt nicht. Und mal davon abgesehen, habe ich aktuell das Geld nicht dafür.
Muss ich das jetzt... Ah, nee, ich wollte gerade sagen. Ich wollte jetzt fragen, ob ich das abholen muss oder ob das so kommt. Aber das kriege ich offenbar zu mir teleportiert. Gab's noch was? Wow! Lance Flair. Guten Tag. Das hatte ich cooler in den Kopf gehabt, wie das funktioniert. Winga, 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 bong. Schlinga, dinga, dinga, dong. Außerdem, es gibt so viele andere Spiele, die ich vorher gern mal hätte. Wo ich viel lieber zocken würde. Wahrscheinlich aus Performance-Gründen. Ja, aber ich verstehe immer nicht, warum muss es denn immer so cool angepriesen werden? Oder dann sieht es immer aus wie ein PS2-Spiel. Ich meine, klar werden sich dann Leute irgendwann aufregen, deswegen. Die bekommen wir einen Teil in den Stream, aber der andere Teil geht in mein Privatleben. Aktuell geht erstmal alles generell in mein Privatleben. An dem Tag, wo ich mal nicht ins Minus gehe im Monat, werde ich mir auch wieder was zum Zocken holen. So viel ist man sicher. Ja, gut zu, dann wirst du mangeln. Und mit Bestell kannst du nun hangeln. Und beweg dich immer weiter. Ein B attackier schon einfach weiter. Aber nö. Und wegpennern. Ja, weil ich bin schon jemand, der hat seine Finanzen echt hart im Blick. Also ich guck da immer drauf, so nach dem Motto. Gut, kann ich mir das leisten? Kann ich mir jenes leisten? Muss ich mir jenes leisten? Das muss ist meistens mehr so eine Sache. Ja, wir nennen uns fucking Krankenversicherung. Du musst jetzt. Anders stirbst du. Deswegen aktuell geht halt alles, was ich irgendwie hier verdiene, quasi in mein Leben, basically. Ist halt so eine Sache, für zwei Leute gleichzeitig zu leben. Just saying. Meine, ne? Meine Miete war mal geringer eigentlich. Oh, warte mal, den Kram hier. Das doch eigentlich... Du dachtest, du könntest deine Slummers Gulden zählen? Deine Slave, was? Ehrlich gesagt, ja. Du bist ein Arsch, weißt du das? Ach so, ja. Stimmt, man muss das, ne? Bist du doppelt so schnell? Ich glaub nicht. Ich muss weiter schlafen. Ah, stimmt. Hä? Muss ich jetzt schleichen, oder? Offenbar ist das noch nicht schleich genug. Aber ich finde es ja geil, wie das Vieh trotzdem wach ist. Das ist offenbar schleichen. Gut. Der Boden ist zu laut, richtig. Man kann das aber auch mit einem gezielten Sprung machen, also. Vor allem auf einmal ist der Boden nicht mehr zu laut. The fuck? Nee, fliegen kann ich hier in diesem Bereich nicht. Weil hier ist keine Flugplatte. Aber es gibt einen ziemlich präzisen Sprung halt. Dass du halt, ne? Wenn du präzise springst, dass du genau das erreichst, es geht, also. Hab ich auch in einem Speedrun gesehen. Hab eine Menge Shit in einem Speedrun gesehen, die ich nie selber hinkriegen werde. Weil der Boden ist schuld, scheiß Boden. Ja, also ich bin da schon immer einer, ich guck da ganz genau drauf. So von wegen, kommen wir den Monat hin, kommen wir es nicht hin. Das muss da halt auch, wenn du halt, ne? Wenn du nicht mehr bei Mutti lebst. Groß willkommen, klein Bär und dumm Vogel. Green of Time Speedruns. Es gibt zig Kategorien. Wobei ich ehrlich gesagt mittlerweile die schnellste Variante, also den Wrong Warp bei Goma, schon nicht mehr sehen kann.
beim ersten Mal war mal, hat man gedacht, aber jetzt sage ich mir nur noch so, können wir mal so einen 100% Run haben, wo Spaß macht zu sehen? So, komm, schmeiß das Vieh in die Suppe. Zauber fertig, springen, Wumba, Becken. Bringen um.